And share it with you. Becoming the person I was always meant to be. Und ich habe mich schon durch viele Videos durchgeklickt und ich habe nie irgendwie ein Verständnis bekommen, dass darüber aufgeklärt wird auf irgendeine Weise, sondern einfach nur, dass es romantisiert wird und als irgendwas Tolles, Begehrenwertes und whatever an junge Menschen weitergeben wird. Und dass die beiden mit... Schon wieder jemand happy. How dare they? Das ist halt echt so ein Ding, die ist einfach nur pisst, dass andere Transpersonen happy sind, oder? Es tut mir so leid für sie, dass sie anscheinend so hart unzufrieden mit sich, mit ihrem Leben, mit ihrem Körper, mit allem zu sein scheint, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass andere Transpersonen tatsächlich einfach glücklich sein können.